Ja, wenn ich zu den Familien komme für die Hausbesuche, dann ist der Tag des Badens eigentlich immer der schönste Tag. Da freuen sich die Leute drauf, sie wissen, dass jetzt was Besonderes gemacht wird. Sie haben natürlich auch ein bisschen Ängste davor. Wir wollten ja heute mal die kleine Marie baden. Vor allen Dingen ist wichtig für mich, dass ich weiß, wie halte ich das Kind richtig, wie mache ich das dann mit den Drehen, was ist die richtige Temperatur fürs Badewasser, wie ist das Zimmer, was muss ich beachten, was muss ich vorbereiten. Dazu gehört erstmal die Raumtemperatur, die eigentlich schon bei 23 Grad liegen sollte. Dann geht es weiter natürlich die Handtücher, eins auf dem Wickeltisch und eins an der Badewanne. Dann muss das Thermometer an der Badewanne liegen. Du lässt das Wasser eben bis zu dieser Markierung laufen, da steht auch Maximum drauf. Und beim Wasser empfehle ich schon, es ein bisschen wärmer zu machen, wenn man es richtet, also 38 Grad auf jeden Fall, weil bis man dann doch alles vorbereitet hat und das Baby ausgezogen hat, ist man schnell wieder bei 37. Auch die Vorbereitung für danach, nach dem Baden, die Windel wieder, die frischen Kleider, dass dann nicht erst die Sucherei losgeht und die Schubladenaufzieherei, das ist ganz, ganz wichtig. Schön ist das auch, wenn man eine gute Wanne hat, die haben einen Schlauch, dass man auch das Wasser wieder ablaufen lassen kann. Okay, dann zeige ich dir jetzt, wie du das Baby hältst. Du greifst unter den Kopf und nimmst den Oberarm und da schließt du auch wirklich die Hände, also die Finger, der Daumen und der Mittel- oder Zeigefinger stoßen aneinander. Und der andere Arm sollte immer an dieser Schulter sein. Jetzt kann die Marie weder zur linken noch zur rechten Seite den Kopf ins Wasser abtauchen. Wichtig ist, dass du am Schluss nochmal kontrollierst, dass die Wanne richtig gut steht. Und der Vorteil an der Wanne ist, dass du wirklich vier Punkte hast, auf der sie aufliegt. Das gibt eine gute Stabilität. Und am schönsten ist es noch, wenn es auch noch höhenverstellbar ist, weil viele Wannen einfach zu niedrig sind. Jetzt machen wir es so, wir gucken gerade noch mal nach der Temperatur. Das ist bestens 37 Grad und die Einlage ist auch drin. Da fühlt sich das Kind ein bisschen sicherer, weil es einfach auch enger ist und nicht so viel Platz. Ja, dann würde ich auch sagen, jetzt mache erstmal gar nichts. Lass es einfach mal ein bisschen sich an das Wasser gewöhnen. Ja, wenn man ein Baby wäscht, fängt man immer von oben nach unten an. Also man fängt im Gesicht an. Wäscht als erstes die Augen, bringt natürlich den Waschlappen gut aus und geht einmal im Grunde genommen von außen nach innen ins Auge und dann das andere Auge. Also nicht viel dran rumreiben. Und dann den Rest vom Gesicht, Näschen, Mund, Wangen. Das gefällt dir, ne? Und dann hältst du auch immer schön Blickkontakt. Das ist mal ganz wichtig, dass du das Kind auch anguckst. Und dann weiter zu den Ohren. Hinter den Ohren ist es eben besonders wichtig, weil doch die Kinder, gerade wenn sie auf der Seite liegen, die Milch und die Spucke hinter die Ohren läuft und das wirklich wund werden kann. Dann drehst du mit dem Waschlappen nochmal über den Kopf. Einmal, wir nehmen da jetzt keine Seife, also die Kinder muss man, die kleinen Kinder muss man noch nicht mit Seife waschen. Und dann kommen die Hautfalten in den Halsbereich, auch die müssen richtig gereinigt werden, also man muss in die Falten reingucken, es reicht nicht einfach nur mal drüber zu huscheln, sondern wirklich die Falten auch ein bisschen auseinanderziehen, sodass man wirklich einmal reingeblickt hat. Ganz wichtig sind nochmal die Hautfalten unter dem Arm, da schwitzen die auch und haben auch oft Fusseln von dem Unterhemd, von dem Body, weiter über den Bauch. Dann runter zu den Leisten, Po und Genitalbereich. Das macht dir richtig Spaß. Schön. Guck, so süß. Dann die Zehen, das mögen sie eigentlich immer ganz gerne, wie so eine kleine Fußmassage. Und ganz zum Schluss kann man, wenn man sich das zutraut und gezeigt bekommen hat, das Kind nochmal drehen, Rücken und Po. Aber eigentlich muss man die Kinder gar nicht drehen. Das macht den Eltern auch oft Unsicherheiten, so dieses Handling nochmal umzudrehen. Man kommt mit der Hand eigentlich ganz gut auch über den Rücken bis hin zum Po. Dann hast du ja hier unten das Handtuch ganz praktisch hängen. Das kannst du dann gerade mit der freien Hand hochnehmen, legst es dir über die Schulter. Genau, jetzt nimmst du raus. Okay, super. Ja, wenn die Eltern sich also die Zeit nehmen, ihr Kind zu baden, sollten sie auch wirklich alles an Türklingen, Handys ausmachen, so dass sie sich wirklich darauf konzentrieren und wirklich auch beim Kind bleiben. Ja? Man wird dann doch oft zu sehr abgelenkt, wenn es dann an der Tür klingelt oder das Handy, dass man doch mal denkt, ich gehe ganz schnell dran. Aber man darf das Baby nie alleine lassen. Die können auch, wenn sie noch so klein sind, sich einmal unkontrolliert bewegen und runterfallen. Und das wäre natürlich wirklich ganz schrecklich.